Bandai Namco Games. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Ein Spiel von Bandai Namco Games. Oh Gott, ich muss gleich rülpsen. Ich habe gerade gegessen, Entschuldigung dafür. Mal kurz den Sound ein bisschen anpassen. Ja, so geht das schon. Kam 2009 auf die Wii raus. Was ist das für ein behindertes Scheißdeutsch, Alter? Ich blamier mich ja schon wieder ohne Ende. Naja, und das, der neueste Ableger, wenn man das so nennen kann, der Dragon Ball Serie. Es gibt ja auch zig andere Dragon Ball Games, aber keins, was im Verhältnis so eine, ja, so neu noch ist und so eine gute Grafik besitzt. Habe ich mir einfach mal die Spiele herausgesucht. Ich habe es da noch nicht gespielt. Wir spielen das auf komplett Deutsch. Wie gesagt, für die Wii. Und ich freue mich ziemlich sehr, das Spiel mit euch spielen zu dürfen, weil ich bin ein riesengroßer Dragon Ball und Dragon Ball Z-Fan. Und jetzt, ja, mein allererstes Dragon Ball Let's Play auf diesem Kanal hier oder auf meinem Kanal. Ich wollte ja in Zukunft eigentlich, ich hatte schon immer mal vor, ein Dragon Ball Spiel zu Let's Playen. Es werden in Zukunft auch noch mehr kommen, aber jetzt erstmal Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Ja, na, nochmal wollen wir das jetzt nicht immer angucken. Ah, hier, guck mal. Bisschen Gameplay. Hauptsache, wie sie dasselbe labern. Ja, das mag ich mir jetzt aber nicht so gern angucken. Ich überspringe das jetzt einfach mal. So. Ich habe euch ja versprochen gehabt, 30 Jahre Dragon Ball. Ich mache einen Special. Das ist jetzt so mein 30 Jahre Dragon Ball Special, aber wir wollen jetzt ein bisschen ehren hier. Von dem her, los geht's. Ich laber mal jetzt nicht mehr. Ich nerv euch mal jetzt nicht mit dem Rumgelabere. You can revis. So, wir erstellen einfach mal ein neues Spiel. Wir haben jetzt hier, wir können jetzt die Story spielen, wir können Turnier spielen, wir können Zenis ausgeben, also, oder Zenny. Na, ich weiß ja nicht, wie spricht man das jetzt eigentlich aus? Oh, die Stimme immer, ne? Auf jeden Fall, hier kannst du jetzt in einem Shop dir was kaufen. Option und Galerie. Aber wir machen jetzt einfach mal, wir starten mal die Story, die es hier gibt. Revenge of King Piccolo. Es handelt sich halt einfach, also es ist halt, ja, es ist halt die Dragon Ball Story zu der Serie auch. Und Piccolo war ja damals, auch, ja, Piccolo war damals böse und von dem wir müssen ihn aufhalten. Stufe 1, die Red Ribbon Armee. 1-1, also es ist so ein bisschen aufgebaut wie Super Mario von den Welten her, ne? 1-1, 1-2. Und 1-3, ne? Gut, machen wir erstmal die Red Rim Armee. Mal kurz gucken, dass ich eventuell. Ich muss den Sound. Dragon Balls, 7 legendary gems, that grant any wish to the one who collects them all. After meeting Bulma in his mountainside home,
Goku went on a fantastic journey to discover the Dragon Balls. A year later, he sets off again to find the four-star Dragon Ball, a keepsake of his grandfather's. Okay. Ach, ich bin schon nicht im Spiel. So, wir müssen jetzt, wir begeben uns auf in ein großes Abenteuer. Und so natürlich die Dragon Balls, die wollen wir für uns haben. Die Red Ribbon Army. Stufe 1. Ich freue mich, ich habe auch schon ein bisschen mal gespielt, also jetzt nicht die Story. Aber so ein bisschen Gameplay habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen gezockt. Silbertruppe. Oh, Bruder! Colonel Silver. Was glaubst du, wie spät es ist? Schon nach 8? So spät schon? Achso, ja, was? Ich kann nicht lesen, ich weiß. Ah, Colonel Silver, guten Morgen, Sir. Genug guten Morgen gewünscht. An die Arbeit. Ja, Sir. Commander Red will wissen, weshalb wir verspätet sind. Arbeitet härter, Leute. Browns Team hat seinen... Wir lassen das mit dem Lesen einfach mal. Ich kann nicht lesen. Die sprechen ja auch selber. Ich will mich jetzt nicht noch mit blamieren. Ich will euch das Let's Play nicht vermiesen. Ich mit meinem Skill hier. Lass mal einfach mal, ne? It's taking forever to find the Dragon Balls. Let's see. The radar Bulma gave me shows one around here somewhere. Okay, I'm here right now. All right, it's close by. There it is. Okay, here goes. Here we go. Also es hat jetzt ein bisschen geleckt, tut mir leid, ich habe jetzt auch gerade Chrome ausgemacht, aber es hat trotzdem nichts gebracht. Also, ich spiele es halt auf dem Emulator, mein Computer ist halt nicht der Beste, deswegen tut mir leid dafür. Aber, das waren ja jetzt nur so ein paar Sekunden. Hä, komisch. Ich dachte, er wäre hier irgendwo, aber... vielleicht bin ich zu weit gegangen. Hä? Gefreiter. Wer bist du denn? Wo bist du hergekommen? Hallo, Leute. Hat einen Ball mit Sternen gesehen? Man nennt ihn Dragon Ball. Du, weißt du... Weißt du über... Was weißt du über Dragon Balls? Du kleiner Freak. Bring ihn zu Colonel Silver. Drücke A für einen Angriff. Ja, ich fick euch alle auseinander. Zack. Oh, nice. Cool. Wow. Was war denn mit den Typen los? Aber kein Zeichen von Dragon Balls. Na gut, ich schätze, ich muss mich hier noch weiter umsehen. Nein, meine Zähne sind verschwunden. Oh, come on. Weil der so lange jetzt gelabert hat hier. So, das ist 2D mit so ein bisschen 3D verbunden. Das seht ihr gleich. Aber im Großen und Ganzen ein ziemlich geiles Dragon Ball Spiel. Macht auf jeden Fall jetzt schon richtig Laune. Noch später noch Special Moves erhalten oder bekommen. Das sehen wir aber dann, denke ich mal, wird uns, denke ich mal, erklärt. Ihr Typen schon wieder, braucht ihr etwas von mir? Sei still, ergib dich sofort oder du wirst dir wehtun. Für einen Combo-Angriff. Lähme Gegner mit einem nach oben und A bei einem Boden-Combo. Drücke Y nach dem Lähme eines Gegners für einen Sprungangriff. Jawohl, wie cool. Und Sprungangriff. Zack, 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 zack. Ah,
Verbraucht das ein bisschen Energie? Oh, come on. Ja. Ach so, ich kann einfach nach oben drücken. Nach unten kann ich mich so wirbeln, wenn ich nach unten drücken und schlage. Und wenn ich nach links mache. Ja, okay, es ist alles dasselbe. Weiter. Also wenn es ab und zu wieder mal ein bisschen laggen sollte oder was, tut es mir sehr leid, aber es läuft doch im Großen und Ganzen, oder? Wirf den Gegner mit einem unten und A bei einer Bodenkombo. Drücke A nach dem Sprintangriff für Luftkombos. Ah, okay, warte. So kann ich ihn oben schmeißen. Oh, ho, 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 wie nice. Zurück mit euch. Was sagst du, ich soll danach springen? Hoch mit dir. Hoch dir in der Wochenende. Oh. Daneben. Schnaps versoffen. Wie so ein kleines Kind. Daneben, Schnaps versoffen. Oh mein Gott. Hallo. Oh Gott. Ah ja! Boah. Was ihr könnt, kann ich schon lange, meine Freunde hier. Meine Freunde der Sonne. Zack. Komm her. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Können wir nämlich auch machen, wenn wir genug Energie haben. Habt ihr da oben, das Blaue ist unsere Energie, dann kann man auch... Oh, essen. Drücke B zum Springen, dann können wir auch Kamehameha machen. Ist auch ziemlich nice. Hoch mit dir. Hallo. Na komm her. Ey, du feige Sau, Alter. Pow. Ja, nice. Gleich können wir Kamehameha machen. Aber mal sowas von. Mit einer vollen Key-Anzeige hast du Spezialangriff für dich. Drücke X und für eine Kamehameha. Drücke X während einer Kombo für eine Kamehameha. Wie will er mir das noch sagen? Ja. Kamehameha! Ja! Na gut, nochmal wollte ich es jetzt nicht unbedingt machen. Ich krieg Geld. Wir haben schon 1290. Ich bin so blöd zum Zahlen lesen. Ah, also Dragon Ball, ich habe den Humor früher geliebt. Das ist echt cool und die ganze Story ist einfach geil. Ist richtig cool. Aua! Sag mal. Es bleibt noch zu sagen. Ich wollte ja noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich wieder ein Blackout und ich habe es total vergessen. Weil ich jetzt nämlich nicht mehr dran erinnern kann. Naja. Bei späterer Gelegenheit. Bestimmt. Ach ja, als Kind früher. Ich fand Son Goku richtig cool und ich fand's auch richtig cool, dass er wirklich auch damals schon. Ah, ich kann auch Schutzschild machen, okay. Der konnte damals schon mal jeden Gegner natzen, weil er halt einfach der übelste. Ja. Weil er einfach ein starkes Kind ist, weil er einfach, sagen wir es mal so, wie es ist, ein Saiyajin ist und das fand ich früher so cool. Dann fand ich auch immer sein Kamehameha richtig genial, richtig cool, wirklich. Das ist echt schon special gewesen, weil ihr müsst wissen. Ach so, okay. So kann ich dann, okay. Es ist halt special gewesen, weil das, also gut, bei Dragon Ball Z so im Vergleich. Ach, ich kann ausweichen, okay. Naja, im Vergleich. Kommt mal alle her hier. Im Vergleich zu Dragon Ball Z, wo man das halt kennt, diese ganzen Fähigkeiten, gab es die in Dragon Ball nicht wirklich. Also nicht viele haben die beherrscht, sag ich jetzt mal, konnten die. Ah, nice. Ja! Ja! Komm her. Er schwächelt. Richtig nice, was wir jetzt alles hier an Fähigkeiten können.
So ein Tutorial ist nicht schlecht für den Anfang, ne? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht hier irgendwann mal meine Wii-Fernbedienung benutzen. Weiß nicht, ob das jetzt bei Bandai Namco Games auf der Wii üblich so ist. Aber ich kann die nicht benutzen. Im Pausenmenü. Siehst du, was du schon gelernt hast? Das ist nicht das Pausenmenü. Lehrgang. Ah, okay. Also ich denke mal, wir können auf jeden Fall später noch richtig krass viele Sachen erlernen. So ein paar zumindest. Jede Stufe hat 8 sammelte Objekte. Sieh dir die Objekte in deiner Galerie an. Dann guck ich mal in meine Galerie. Was ist meine Galerie? Tja. Egal. Ist eine Truhe. Ah! Nice, ich wollte schon sagen, wie kriege ich die jetzt auf, aber wir haben eine Karotte gefunden. Cool. Jetzt wird das Spiel gespeichert. Sehr schön. Ich gucke mich jetzt hier eben nochmal um. Es sind diese versteckten Objekte, glaube ich mal. Aha! Kommt her! Hoha! Geile Attacke. Leute, ich guck mal, was ich mit der Rakete machen kann. Wie geil! Cool! Habt ihr das gesehen? Ich gehe aber nochmal zurück. Weil hier war auf jeden Fall oben noch was. Ja, wer sagt's denn? Wäre ich mal zuerst hier hingegangen. Ein Drachenschwert gefunden. Ist ja geil. Ein Dragon Sword. Wo ist eigentlich meine Galerie? Hey, weiß ich jetzt nicht, kann ich auch nicht sagen. Wird mir nicht erklärt, sonst hätte ich jetzt hier vielleicht das Schwert ausrüsten können. Hui! Hui! Oh, es macht das Spaß. Blühe wieder auf wie ein Kind. Bisschen Leben. Ich freue mich schon gegen den Kampf. Gegen Piccolo. Das wird auf jeden Fall cool. Piccolo war ja eigentlich nichts anderes als Gott früher. Und Gott hatte halt, ich meine, zwei gespaltene Persönlichkeiten. Nee, oder aus Piccolo entstand, glaube ich, Piccolo. Der dann irgendwann aber lieb wurde und dann, glaube ich, Gott. Irgendwie so war das so. Ich kann mich nicht mehr ganz so dran erinnern. Aber irgendwie so war das doch. Nimm das! Ja, yeah, wir spielen ja den kleinen Son Goku. Das ist schon cool. Zack, zack, zack. Ja, wir haben eine Kapsel gefunden. Vielleicht können wir die auch erst Ende des Level irgendwie auswählen oder so. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Oh, warte mal. Kamehameha! Ja, nice. Richtig cool. Alle genutzt. Mit nur einem Kamehameha. Das ist echt schon stark. Und jeder Charakter, ich weiß nicht, ob man jetzt nur Son Goku spielen kann, aber jeder Charakter kann auf jeden Fall so seine Fähigkeit. Son Goku hat sein Kamehameha. Silberarbeiter. Du bist dieses Kind, das so viel Ärger gemacht hat. Hä? Wer bist du? Hä? Sieht so aus, als würdest du etwas übermütig. Egal, wie stark du bist, unser Roboter besiegt dich. Siehst du, wie mächtig er ist?
oder die Waldfee, aber so ein Roboter wird wohl gegen den Saiyajin keine große Chance haben. Wow, was? Verdammt. Idiot. Oh, wow, wow. Zum Untergrund. Au, was war das? Hä? Gut, ich habe den Dragon Ball gefunden. Juhu, ich habe ihn gefunden. Hier war er also. Was für ein Zufall. Steck ihn gleich mal ein. Verdammt, was glaubst du, was du da machst? Hä? Das ist ein Dragon Ball? Hey, gib mir diesen Ball! Warum sollte ich ihn dir geben? Kleiner Freak, sei still und gib mir ihr. Kleiner Freak. Pass mal auf, wir machen mal kurz einen Prozess hier mit dir. Ja, friss das. Und das. Schade. Boah, aber wie viel Schaden wir ihm mit Kamehameha gemacht haben, wa? Krasser Shit. Oh, verdammt. Sei nicht so selbstsicher, nimm das. Oh je, oh je, oh wow, 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 wow. Ausweichen. Aber mal sowas von. Hast du noch mehr zu sagen? Hast du noch mehr drauf? Komm her. Oua. Haha. Ich kann ihn nicht verwirren. Ist ja eine Lusche. Komm her. Friss das! Wir haben ihn gleich. Zack, 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 zack. Aua, ah, Scheiße, Alter. Wir haben ihn. Boah, war das knapp. Der hat mir noch richtig viel Schaden gemacht. Scheiße, der hätte mal zweimal seine Attacke und dann wäre ich tot gewesen. Oh Mann. Es ist der sechste Ball. Ich hatte ihn gehofft, das wäre Großvater. Aber ich werde ihn trotzdem mitnehmen. Hoffentlich ist der nächste mein Großvater. Der Großvater ist ja leider gestorben. Durch Son Goku, weil er ein Wehraffe war. Und ich glaube, jetzt Son Goku möchte ihn wiederbeleben. 1-1 gemeistert. Zeit 9 Minuten. Okay, verbleibende Gesundheit 22. Gesamtpunkte C. Ein C-Rang? Ja, weil ich so viel Leben verloren habe zum Schluss noch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil ich im Großen und Ganzen eigentlich voll schlecht war. Glaube ich mal. Gut. Ich kann euch ja nochmal erklären, was die Red Ribbon Armee ist. Das sind die wir gerade gesehen haben. Und die sind halt böse. Das kann man so ein bisschen sehen wie das Team Rocket. Aus Pokémon. Und das sind ganz böse Leute. 1-2. Machen wir mal 1-2 und dann ist erstmal gut. Das ist komisch. Der Ort hier ist echt merkwürdig. Ich habe den Dragon Ball gefunden. Ich sollte schnell zurückkehren. Dun, 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 dun. Sind ja noch gut in der Zeit. Ich denke nicht, dass ich da schon durch kann. Nun gut, ich denke, ich muss einen anderen Weg finden. Die Musik ist ziemlich entspannend, finde ich. Ich finde die echt wirklich schön. So typisch. Typisch asiatisch halt so ein bisschen. Finde ich jetzt mega nice. Was meine ich jetzt mit asiatisch? Und zwar... Also typisch Anime. Das wollte ich damit sagen, nicht asiatisch. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Geh ich mal hier hoch. Auf in die Höhle. Ach, das Spiel ist aber so toll.
Ich bin froh, dass ich das jetzt nachhole und das mit euch nochmal teile. Rinderteufels gefunden. Helm des Rinderteufels. Den kennen wir ja auch. Den Teufel. Der eigentlich voll lieb ist. Oder war das sein... Keine Ahnung, sein Bruder oder was? Oder was das war? Keine Ahnung. Es gab ja zwei, glaube ich. Oh weh, oh weh. Ich glaube, ich muss mich hier unter durchkraxeln. Es gab ein bisschen Energie. Ein bisschen Ki. Oh, es ist ja, wird ja immer heftiger hier, wa? Aber geht noch voll. Wow, scheiße. Voll schlecht. Ich stelle mich richtig blöd an. Ist leider nichts drin, schade. Hui, und rüber. Ich weiß nicht, ob wir später noch ein Turnier mitmachen werden. Mikrofon gefunden. Was man hier nicht alles so findet in den versteckten Truhen. Gucken wir dann mal, ob wir das machen zusammen. Wo muss ich denn jetzt hin? Also wenn der Sound echt ein bisschen rumbuggen sollte, tut es mir wohl wirklich leid dafür. Aber ich krieg's halt nicht besser hin. Hier. Komm her. Ja! Habe ich dich. Du Lusche. Ah ne, der lebt noch. Nee, doch nicht. Ja, ist okay. LOL. Wie nice. Oh, was alles in dem Spiel machen kannst. Es ist ein totaler Gegensatz zu den zu Xenoverse und zu Budokai. Das ist echt schon, das ist nicht vergleichbar. Das ist halt mehr so ein bisschen was für die, passt auch zu Wii, finde ich. Also es ist ein bisschen was für Kinder, ne? So eher mehr von der Steuerung und all sowas. Ist halt, ja, ein 2D Jump'n'Run Action Adventure, so ein bisschen, weiß nicht. Immer Super Mario halt ein bisschen. Na, Plattformer, sagen wir es mal, es ist ja, Mario ist ja auch ein Plattformer. Ist ja auch, glaube ich, ein Plattformer, ne? Ist immer gut, der Plattformer. Wow! Was war das denn jetzt hier wieder für eine Scheiße? Okay, das war Glück. Chinesische Mütze. Warte, ich habe mich immer gefragt, was ist, haben die da jetzt hier für einen Hut auf? Gerade auch Red Ribbon. Es ist ja der berüchtigte Soldat da. Ich habe mich auch mal gefragt, was hat der für eine Mütze auf, ne? Der hat eine chinesische Mütze auf, was? Bisschen komisch, aber gut. Oh mein Gott, ich muss hier wieder hoch. Warte mal, ich muss ein bisschen auf Lucky Lucky. Bisschen aufpassen. Neue Gegner. Kamehameha ist einfach immer am coolsten. Da kannst du nichts gegen sagen. Ist einfach cool. So, ich geh jetzt hier mal oben. Mal hier drauf. Oh, das wird ja so nix. Doch. Chichi-Ausrüstung. Oh, Chichi. Alter, damals als Kitty, ne? Als ich Chichi gesehen habe in ihren knappen Outfits, sag ich jetzt mal, da ist schon ein abgegangen. Das kannst du aber glauben. Als 12-jähriger Bub oder so, glaube ich, oder so. Boah, das ist peinlich. Oder jetzt hier, Bulma war auch geil damals. Also, wer kennt die legendäre Folge nicht, als sie, ne? Ihr wisst schon. Ich glaube, ich muss dazu nicht viel sagen. Was gab's noch? Dings war auch geil. Prinzessin Leia aus Star Wars. In ihrem Sklaven-Outfit. Ja, damals, als man noch jung war, ne? Hä? Kann ich jetzt vorbei? Ich verstehe das nicht wirklich, aber wenigstens komme ich jetzt vorbei. Na, immerhin, ne? Geh mit deiner Bombe weg, Alter. Und es gibt's welche. Hoho. Nice.
Oh, das Spiel macht richtig Spaß. So für zwischendurch kann man das mal spielen. Kann man das mal ruhig einlegen und... Oh, herrlich. Ein Fächer. So, wo sind wir nun? Jo. Was kann ich eigentlich alles mit dem Geld später machen? Herreck. Hab ich dich. Mach mal kurz einen Prozess mit dir. Oh, lol. Wenn ich schon Kamehameha mache, dann kann ich es auch mal verwenden. Ne? Warum denn nicht? Dich benutze ich jetzt wieder. Nein, falscher Knopf. Oh Mann. Bullshit, falscher Knopf gedrückt. Der Steuerung habe ich es noch nicht so ganz. Wir bahnen uns jetzt einen Weg nach unten. Au! Oh, wo sind wir denn jetzt? Mitten auf einem Floß. Aha. Ich bin schon wieder gestürzt. Wie komme ich hier raus? Trotzdem. Ich kann kaum glauben, wie viele es sind. Es kommen immer mehr von ihnen. Von der Red Ribbon Armee. Boah! Machen wir mal einen kurzen Prozess. Der Strom hat mich mitgerissen. Nun gut. Ich schätze, ich muss zuerst diesen Typen schlagen gehen. Bis an. Zack. Hab ich euch. Oh, was passiert jetzt da? Ah, okay. Ich werde hier von... von Fischen, von Riesen Fischen aufgehalten. Die wollen mich haben. Ach du Scheiße, guck mal, wie viele das sind. Wenn ich jetzt von denen erwischt werde, ich will nicht wissen, was dann da passiert. Wie ich einfach ein Dreier-Kombo machen kann. Ich kann alle wegrammen. Ist ja nice. Oh, ich habe gerade nur 19 Bilder. Blöde Passage hier. Schnell weg hier. Müssen nicht unnötig mehr Zeit hier verschwenden, als wir jetzt sowieso schon. Also es war ultra cool hier, aber Frame Performance mäßig ist das echt ein bisschen blöd. Ach du Scheiße, hab ich mir erschrocken. Naja, gut. Einmal denke ich noch. Dann sind wir auch schon wieder weg. Boah, heftig. Oh Gott, so schnell bin ich doch gar nicht. Alter. Hahaha. Aber das war's, ne? Nee? Nicht ganz, ne? Sieht aber schon episch aus hier. Endgegner. Silberarbeiter. Hey Kleiner, du wirst dafür zahlen, was du getan hast. Hä? Du bist der Kerl, der mit diesem Ding gefahren ist? Jetzt habe ich einen Kampfroboter. Gib mir sofort auf, wenn du gescheit bist. Komm schon, gib mir den Dragon Ball. Ja, als ob ich ihn dir geben würde. Oh, er leuchtet. Einige Gegner haben eine Superrüstung, Verteidigung. Gegner in einen SR nehmen keinen Schaden, sei vorsichtig. Ändere die Farbe der SR mit dem wiederholten Angriff. Wenn sie rot ist, bricht sie bald. Ach du Scheiße. Bisschen gebrochen. Oh, jetzt fehlt ja der Leben. Ich verspreche, wir sind gleich weg hier. Oh, 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 oh. Guck mal, wie ich nice abgewehrt habe. Jetzt hat er wieder seine blöde Rüstung. Ach, gebrochen.
gebrochen. Der ist echt heftig, der Typ. Nein! Oh Gott. Einfach mal zurückgelenkt. Komm schon. Ja! Ich hab gleich voll wieder. Kann ich wieder kaum mehr machen. Oh weh. Aber halt wieder roter. Zack und zack. Nice. Ja, wir haben ihn gleich. Komm schon, ist gleich down. Ah, oh, scheiße. Muss das denn sein? Oh Gott, nochmal. Nein! Ah, sie sind mir den Hintern versohlt. Wir haben nicht gleich, mein Freund. Wir haben ihn! Erneut! Er ist einfach in die Luft geflogen. Wow, was? Oh, alles spackt ab. Das war knapp. Aua. Aua. Gefährlich. Er ist fast zerbrochen. Oh, es wird immer schneller. Was? Boah. Voll Emotion. Emotion. Okay, wir sind draußen. Oh, ist das episch. Die Grafik ist so geil für 2009. Ist ja auch noch nicht so lange her, erst 7 Jahre. Trotzdem, so geil. Sieht aber so schön aus. Ja, dann würde ich mal sagen, oh, A haben wir erhalten. Nice. Sorry, dass es in der Höhle jetzt ein bisschen geleckt hat, aber an manchen Orten ist das halt so. Da droppen die Frames immer so ein bisschen, die Bilder. Dann habe ich dann immer nur weniger dann als, sag ich mal, 30 oder so. Gerade auf dem Dolphin, da braucht man dann doch schon einen ziemlich guten Arbeitsspeicher, Grafikkarte noch nicht mal unbedingt, aber einen sehr guten Arbeitsspeicher. Vor allem auch CPU und so. CPU ist ziemlich wichtig und das ist aber halt nicht so gut. So, die Red Rim Armee. C, A. Na gut, ich hätte da auch gerne A. Kann man ja aber nicht ändern. Beim nächsten Mal machen wir dann das letzte Level der Red Rim Armee in der Stufe 1. 1-3. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Es macht mega Spaß. Bis jetzt. Richtig cool. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.